Diese Aufnahme hat aufgrund einer Fehleinstellung in meinem Aufnahmeprogramm eine schlechtere Qualität. Ich bitte dies zu entschuldigen. Okay, dann dachte ich, wir hätten jetzt hier irgendwas Tolles, aber dann sind das nur so ein paar nur Mädchen, die da rumgammeln. Jetzt ist aber die Frage, da müssten doch noch mehr sein. Wenn wir jetzt außen rum gehen, dann haben die das doch bestimmt umstellt, oder? Also so würde ich die Nomaden jetzt mal einschätzen, dass die bis auf den Eingang, wo wir hergekommen sind oder sowas, irgendwie in der Richtung versucht haben, das zu umstellen. Das ist ziemlich nah an dem Ork-Lager. Hier drin hätte ich mir noch vorstellen können, weil hier muss man ein bisschen geschützter sein, wenn man als Nomade sich hier aufhält. Das ist aber schon ganz schön groß, das Gelände, oder? Da hinten leuchtet noch was. Hoi. Upsa. Den glaube ich nicht, dass der in der Nähe von einem Nomadenlager ist. Wobei er natürlich kein großes Problem für uns darstellt. Ich meine, wir sind... Ne? Ist schon. Wow, 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 wow. Drüben steht auch noch einer. Meine Güte. Jawohl. Bisschen Zeug. Da ist auch nur Licht ohne Grund. Laufen wir noch ein bisschen weiter außen rum. Ach. Oh, sogar ein Feuerwaran. Kriegen wir den auch? Jawohl. Das ist ja schon fast langweilig. Aber auch nur fast. Okay, jetzt kann doch nicht diese Suche nach diesen blöden Nomaden so lange dauern. Upsa. Nein, 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 nein. Oh, ein Level-Up. Schön. Die sind leider ein bisschen schnell, sonst könnte ich hier... Ach, komm jetzt. Ich habe leider keinen Heiltrank hier drin. Gut, dann müssen wir eben... ...das Ganze so erledigen. So. Es war ein bisschen übereilt. Aber okay. So. Ausgeschaltet haben wir sie ja trotzdem. Nehmen wir einfach mal mit, was wir finden. Weil Nomaden finde ich nicht wirklich. Das seht ihr ja auch, aber... Ist ein wenig merkwürdig, muss ich mal so sagen. Ich hätte gedacht, die sind einfacher zu finden. Vor allen Dingen, weil ja noch der... Lester das gesagt hatte, dass die da sind. Oh, beziehungsweise, dass Saturas da ist und dass Rebellen da sind. Ich meine, Nomaden, Entschuldigung. Nomaden habe ich auch gefunden. Naja. Hier sind wir wieder bei dem. Das hilft uns ja nicht.
Ach komm hier, jetzt stell dich nicht so an. Der war so schnell tot, dass noch nicht mal die Musik sich an Anstalten macht, hier sich umzustellen. Wenn keine anderen drumherum da sind, dann macht es natürlich auch keinen Sinn. Gut, dann gehen wir mal mit den Sklaven sprechen. Vielleicht haben die eine Ahnung. Sonst müssen wir doch zu dem Ork-Boss gehen. Was jetzt? Okay, das war merkwürdig. So. Sklave. Sklave. Sklave, Sklave, Sklave. Und noch einer. Und noch einer. Haben wir hier unten noch was? Noch einen davon. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist heilig und so soll es sein. Ah, interessant. Cool. Okay, aber die wissen scheinbar gar nichts. Die wollen auch nicht mit mir quatschen. Dann mache ich noch einen letzten Versuch da drüben. Weil da unten waren ja die einen, dann dachte ich, vielleicht in der anderen Richtung sind dann die anderen. Nur Unmengen an laut sterbenden Sandcrawlern. Noch mehr. Okay, er hat die Lust an mehr verloren. Aber das hier wundert mich echt, dass hier nur Nomaden sitzen und dann der Kerl hier und... Dem kann ich nur einen Taschendiebstahl androhen. Was zum... Gut, da sind definitiv keine Nomaden, weil das ist, glaube ich, ein Gargoyle, ne? Ja. Und noch einer. Ach, da waren drei. Okay, cool. Gut, die sind auch kein Problem, aber... Nicht das, was ich suche. Lalala, Zeug. Nur mal noch ein bisschen hier hoch. Oh je. Nee. Okay. Dann reden wir jetzt mit dem Ork-Oberboss da. Lasst uns gemeinsam. Bla. Weil dass der nicht mit mir redet, finde ich echt gemein. Und ich hatte das auch tatsächlich anders im Hinterkopf. Da hatte ich irgendwie noch ein paar andere Vorstellungen, Erinnerungen dran an Al-Shedim. Beziehungsweise an etwas Ähnliches eben. Whatsoever. Ich dachte, die hätten auch da unten gestanden. Oder so. Hätte ich mir gedacht. Okay, nochmal speichern. Jetzt nochmal das mit dem Spielstand, das ich eben schon gesagt habe, bei dem komischen Rebellentypi da. Der ja aber leider nicht das machen wollte, was ich machen wollte.
Lass uns gemeinsam den Tempel öffnen. Wir sind Krieger. Wir verhandeln nicht mit Moras. Aber... Nein! Okay, schade. Gut, das war sehr unspektakulär. Verdammt. Das heißt, wir müssen doch suchen. Wir lassen Lester mal hier. Dann erledigen wir jetzt gerade noch mal eine Sache. Die wird uns jetzt ein bisschen Zeit kosten. Oh ja. Aber... die wird auch mal nötig. Innos Schrein im Kloster. Wir müssen Milton mal sagen, dass er bitte da bleiben soll. Der sollte noch hier rumstehen, ne? Genau. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Milton verlässt die Gruppe. Cool. So, haben wir hier... Sind wir hier wieder. Das wollte ich nur eben erledigt haben, damit es nicht jedes Mal da rumsteht. Und vielleicht bringt uns der Teleportstein nach Alchidim ja auch... Alchidim, was auch immer, irgendwo hin... Ne, hier hin. Doch! Das ist woanders. Nein, das ist genau der Weg hier rauf. Hier sind wir raufgegangen und wir haben die nicht gesehen. Die waren hier. Sehr gut, dann hat es das ja doch gebracht. Hier haben wir Rebellen und da hinten sah aus, auch Nomaden. Und einer sah auch aus wie ein Wassermagier. Das wird Saturas sein, da mit dem Stab. Was willst du? Wutras. Die Orks wühlen in den Geheimnissen des alten Innos-Volkes. Was auch immer sie finden werden, es wird Tod bringen. Was hast du vor? Saturas sagte, dass du kommst. Er sagte, wir sollen dich unterstützen. Das habe ich vor. Ich unterstütze dich mit allem, was ich weiß. Cool. Wir müssen die Orks aufhalten. Gut, ich habe ein paar Männer hinter dem Lager der Orks in Stellung gebracht. Finde sie und sage ihnen, was wir vorhaben. Ich selbst werde mit meinen Männern von hier losschlagen. Aber du musst uns ein Zeichen geben. Ein Zeichen? Was für ein Zeichen? Am besten, du greifst den Obersten der Orks an. Wenn sie abgelenkt sind, schlagen wir zu. Ja. Nomaden benachrichtigen. Gute Geschichte. Der Kerl ist uns eh keine Hilfe, die anderen auch nicht. Deswegen werde ich das ohne große Dingens tun können. Myxia, den Namen kenne ich auch, aus Teil 2. Vorsicht, nichts anfassen. Schon gut, ich pass auf. Ich habe Stunden damit verbracht, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Du glaubst gar nicht, wie viele alte Steintafeln und Artefakte wir finden und wie aufwendig es ist, alles zu sortieren. Aber jetzt habe ich den Durchblick. Cool. Wegen dieser alten Artefakte. Ja, ja, das meiste ist unnützer Tand. Kochrezepte und Liebesbriefe, sowas halt. Hier, Oh-Schenkel in vollem Saft. Ein Liebesbrief? Ein Kochrezept. Es ist alt, aber kein nützliches Wissen. Och, bitte. Erzähl mir vom nützlichen alten Wissen. Das alte Wissen ist der Schlüssel zur alten Magie. Ohne dieses Wissen wirst du nicht in der Lage sein, die alten Sprüche zu lernen. Schrifttafeln, Artefakte, Inschriften, überall kann nützliches Wissen versteckt sein. Hier, diese Tafeln kann ich dir geben. Nochmal zwei davon, klasse. Kannst du mir etwas beibringen? Ja, es ist mir gelungen, einige Zauberformeln zu entziffern. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ja, okay, nur das Übliche. Zeig mir deine Ware. Alchemie kann er auch. Eine Wasserrobe. Cool. Die ist leider nicht so gut wie unsere Rüstung, aber die finde ich cool, muss ich mal sagen, ne? Allerdings ist die auch etwas teuer. Viel Kram zum Verkaufen haben wir nicht mehr, ne? Oh doch, sogar noch einiges.
Nö. Doch, Tatsache, da kriegen wir noch was zusammen. So. Das sollte reichen. Also das war dann noch ein Wassermagier, den wir schon kennen. Deswegen sprach der auch so ganz locker mit uns. Das sei an dieser Stelle erwähnt, aber keiner der, ich nenne es mal Hauptakteure. Steintafel der Priester.